Okay, dann gucken wir mal. Marlies hat natürlich angerufen. Wollen wir mit Mama reden oder nicht? Hast gar nichts getrunken jetzt? Ich gehe mit jetzt wieder von meinem Platz. Nochmal? Nee, wir warten kurz. Vielleicht ruft sie an. Papa, aber kann Mama mich aber nicht sehen? Ja, mal gucken. Meine Güte, jetzt geht sie nicht ran, das nervt ja. Eine Schlafmütze. Nein, das ist keine Schlafmütze. Na gut. Kurzes Update. Seit gestern hat die Kleine wenigstens kein Fieber mehr. Also hat sie echt lange Fieber gehabt. Es geht ihr jetzt schon wieder ein bisschen besser. Sie hat immer noch eine Dauerinfusion. Und ja, wir hoffen, dass am Montag sie wieder bei uns ist. Ja, heute kommt mein Sohn vorbei. Bin ja mal gespannt. Der hat auch einen Unfall gehabt, der hat auch ein Krankenhaus. Schön, war? Hier war auch ein Krankenhaus. Konnte er nicht Bescheid sagen, ist er mit dem Helikopter hingeflogen. Papa, weißt du? Beim Downhill-Fahren. Papa, weißt ja, du? Gott sei Dank hat er Helm getragen und Brustpanzer und alles. Papa, weißt du, Mathis hatte mal einen gebrochenen Fuß. Oh. Jetzt nicht mehr. Gott sei Dank, ne? Der hatte Sophie. Ist. Ich bin mal gespannt, wie Leon aussieht. Der hat wohl eine dicke Lippe riskiert, auf alle Fälle hat er eine dicke Lippe, die ist aufgeplatzt, die muss hier genäht werden. Und dann hat er Brust und Wirbelsäule. Ich habe ein kleines Kind gesehen, das hat den Mund geblutet. Und da kann man echt von Glück reden, dass es diese Protektoren gibt und dass man die natürlich auch trägt. Also es ist ganz wichtig natürlich beim Downhill-Fahren Schutzkleidung, entsprechende Schutzkleidung zu tragen. Das macht alles seinen Sinn, weil es könnte sein, dass er jetzt schon nicht mehr unter uns weilen würde. Ansonsten, bei so einer Rückenverletzung ist schnell mal passiert. Ja? Also einmal überschätzt, sagt er selber, es war leichte Selbstüberschätzung auch mit dabei und ein bisschen zu viel Luftdruck. Das reicht dann raus, dann springst du falsch, landest beschissen und das war's. Und isst du gerne das hier? Sehr lecker, oder? Papa, filmst gerade mein Brot? Du filmst gerade dein Brot. Und was trinkst du gerne? Du Kamera! Kamera, zeig mir hin! Papa, was machst du denn da? Ja, Tomate. Tomate? Du machst eine Tomate. Weißt ihr, mein Papa macht Tomatenkuchen. Mach ich nicht? Ich mache jetzt mein Frühstück zu Ende. Auf alle Fälle gibt es gute Nachrichten. Skadi geht es wieder besser. Sie hat zwar immer noch diesen Zugang, der muss auch dauergespült bleiben. Da kriegt sie ihre Infusion nach wie vor. Sie wurde jetzt auf drei verschiedene Antibiotika wurden bei ihr ausprobiert. Drei verschiedene oder vier insgesamt wohl und drei davon schlagen nicht an.
so resistent ist der dieser Keim gewesen, den sie da, diese Infektion, die sie hatte. Und das hätte wirklich, also toi, 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 ich will ja nicht weiter drüber nachdenken. Wir haben echt Glück gehabt und sind super glücklich, dass es ihr jetzt besser geht. Und sie kommt vermutlich am Montag, also wenn jetzt alles, wenn sich da nichts großartig ändert, kommt sie am Montag raus, zurück mit Marlies. Und es kann alles wieder seinen normalen Gang gehen. Sie wird dann weiterhin Medikamente bekommen, Langzeit wahrscheinlich auch. Das müssen wir dann nochmal klären mit dem Arzt. Sie ist ja schon unter Dauermedikamentation. Und wie gesagt, also wir sind ja wirklich vorsichtig und können das dann natürlich auch mit diesem ganzen Corona in Verbund, das können wir alles nicht gebrauchen. Das haben wir eben, seitdem sie auf der Welt ist, haben wir da Probleme mit. Seitdem sie auf der Welt ist, haben wir diese Corona, den Corona-Quatsch am Hacken. Und seitdem ersten Mal, wo wir im Krankenhaus mit ihr waren, haben wir diese Probleme und sind da natürlich sehr vorsichtig, gehen da sehr vorsichtig mit um mit der Nummer und toi toi toi, das wird auch weiterhin, dass das auch weiterhin so gut läuft. Ja, jetzt rufe ich mal Marlies nochmal an und werde nochmal nachfragen, wie der Stand der Dinge ist, ob alles in Ordnung ist. Und sie ist auch total fertig. Also sie ist ja jetzt alleine da mit Ona im Krankenhaus. Man kann ja nicht mal abwechseln. Sie muss die ganze Zeit tragen, weil sie ja diesen Schlauch hier irgendwie hier drin hat. Wohl, der geht ja wohl bis hier zum Herzen eigentlich, aber irgendwie kurz davor wohl. Genau weiß ich es ja auch nicht. Und und da ist so ein Gerät dran, das ist mittlerweile wohl schon so ein mobiles Gerät, aber es hat ein, also man kann damit auch nicht durch die Gegend laufen, es ist so ein Koffer, ne? Also so auch nicht so besonders leicht, das Kind auf dem Arm, das Gerät auf dem Arm und natürlich will die Kleine dieses Kabel nicht haben und diesen Schlauch und versucht den natürlich immer irgendwie, ja, das stört sie halt, also ob sie das versucht abzumachen, keine Ahnung, aber es stört natürlich. Ist so wie so ein Hund, der in seine eigene Leine dauernd beißt, ist sie so immer jemand, der sich in diesem eigenen Kabel so verheddert. Und sie kann ja nun mal schon laufen, das ist ja jetzt nochmal eine andere Nummer als beim ersten Mal, wo sie eigentlich nur gelegen hat, wo es genauso schlimm, aber also wir sind da ja, ganz schön glücklich jetzt, ehrlich gesagt, dass das im Moment so läuft. Und wir kommen hier auch gut klar. Also ich und Skadi kommen ganz gut klar. Wir sind heute nochmal einkaufen gegangen. Mein Sohn war heute da, der hat mich besucht und wollte auch mal wissen, wie es mir geht. Allerdings hat auch er hat im Krankenhaus gelegen. Er ist zum ersten Mal Helikopter geflogen, Verdacht auf Rücken. Wie sagt man, Wirbelsäulentrauma oder was weiß ich, keine Ahnung, weiß ich nicht genau, wie man das nennt. Auf alle Fälle ist er erstmal, der hat einen Unfall gehabt beim Downhillfahren, hat sich überschlagen und, oh Gottes Willen, der wurde auch genäht, den haben sie hier genäht im Mund drin und hatte Gott sei Dank komplette Ausrüstung, also komplette Protektoren, Brust- und Rückenprotektor und den hat er auch gebraucht. Er ist geprellt, auf alle Fälle, der Rücken dadurch. Hätte er wäre ohne Protektor gefahren, wäre das auch schlimm ausgegangen und deswegen toi, 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 toi. Wir haben echt Glück gehabt jetzt die letzten Tage, dass das alles so gut gegangen ist, alles glimpflich abgegangen ist. Also vielen Dank für die ganze Unterstützung oder so, auch diese aufmunternden Worte natürlich von euch. Ich möchte ja nicht jammern in diesen Videos oder so, aber es ist halt auch ein Stück weit der Alltag, den ich habe oder den wir haben und daher. Oh, jetzt wollen sie noch die Innenbeinlänge. Mensch, also wirklich, ich kenne mich ja überhaupt nicht aus. Ich habe eine Jeans eingestellt bei eBay Kleinanzeigen und also ich wusste gar nicht, wie beliebt Jeans sind bei eBay Kleinanzeigen. Ich habe jetzt bestimmt schon 3 Anfragen innerhalb kurzer Zeit für diese Levi's Jeans. Ich wusste gar nicht, wie beliebt das ist.
Unglaublich. Die ist halt neu. Die ist, also ich habe geschrieben, wie neu, weil sie eben nicht mehr das Etikett dran hat. Aber sie ist eigentlich neu. Sie ist nicht getragen. Und die Leute stürzen sich da drauf. Liebes. Levi's. Ich freue mich jetzt, ich rede jetzt mal kurz mit Marlies und werde mal sehen, was sie sagt. Und freue mich da echt schon drauf jetzt. Mal gucken. Die Kleine, die erkennt mich auch schon wieder. Also die war ja den einen Tag echt so noch so halb deliriös, sag ich mal, so ein bisschen ab. Aber mittlerweile ist es schon wieder kackfrech. Das ist so witzig, was die Medikamente ausmachen, was die Pharma da ausmacht, ist echt der Wahnsinn. Verpasster Anruf. Und Buntweite. Oh, bitte, ey, bitte nicht. Jetzt, was, das sind 1 Million Nachrichten hier zu dieser Hose. Das jetzt wäre anders wieder, wa? Ja, das ist ja anders. Hoi. Innenbeinlänge messen, können wir machen. Können Sie mir bitte die Buntweite und den Elastananteil schreiben? Puh. Was soll ich denn wissen? Steht das drin irgendwo? Jei. Teils bewirkt der Sieg. Ah! Na endlich! Hallo! Wer lacht denn da? Hallo! Jetzt nicht mehr? Hallo! Oh, guck mal hier für unsere Fans. Hallo! Ja. Was war denn das? Tom und Jerry. Ah, okay. Na, wunderbar. Also, wie gesagt, Fernsehen klappt wieder, ist wieder. Für sie gar nicht. Ist alles gut bei euch dann? Naja, wir müssen ein bisschen ihre Vene da im Auge behalten. Okay. Die sieht ganz klar, ob die jetzt. Oder weil die ja getroffen wurde. Dass es einfach wie so ein Virus ist, sozusagen. Ja. Die denken eher, dass man das ansprechen. Jetzt hat sie das angemalt und guckt, ob das weiter hochgeht, weißt du? Oh, okay. Hm. Ob sich das hochzieht. Aber sie denkt eher, und bis jetzt ist auch weiter passiert. Also glaube ich auch nicht. Also nicht, dass er. Aber falls soll sie morgen nüchtern bleiben. Oh, nee, nicht schon wieder. Dann weißt du, mal hören, oh nee. Das abmachen und aber angucken, was da, ob da sich was entzündet hat von den anderen Einstichstellen, weil die sind alle zugeklebt, weißt du? Mhm. Aber nicht jetzt um mal zu stechen, sondern einfach so was wie beim Zahnarzt, was die Kinder da auch gekriegt haben, so eine Sedierung, wo die dachten so, ha! Na toll. Ja, aber ich denke, dass das nötig sein wird, weil es sieht unverändert aus. Okay, erledigt. Guten Tag. Also. So, der Kind bekommt jetzt seine Vitamine. Ich bin total erleichtert, dass es der Kleine besser geht. Und morgen ist ja schon Montag. Und da kommt sie raus. Und ich freue mich sehr darüber. Letzter Tag jetzt alleine. Mehr oder weniger alleine.
Gerade hat es gehagelt, jetzt scheint die Sonne. Es ist wirklich toll. Ich habe schon wieder Arbeit für Montag, denn, also so oder so, ne? Family kommt ja nach Hause und Marlies braucht dann erstmal Ruhe. Also habe ich die Kleine auch noch an der Backe, aber das freut mich ja. Aber ich muss auch die Hauswand sauber machen, die ist wieder beschmiert worden. Und eine Haustür auch. Alles ist wieder beschmiert worden. Jetzt, wo ich nicht da bin, da denken sie, da geht's gleich wieder rund, da unten. Na, ich würde mal sagen, das war das ganz kurze Update. Also dazu, und ich freue mich darauf, die morgen alle wieder begrüßen zu können bei uns. Also, sofern alle Duty, also darum drücken, toi toi toi, wenn jetzt nicht irgendwelche Entzündungswerte noch zu hoch sind und so, dann entlassen sie natürlich nicht. Aber toi toi toi.